Hallo und willkommen zum neuen Update-Video hier in City Skylines bei mir. Ja, heute um Mitternacht ist das Industries DLC erschienen. Gestern ist das Update 8.0 rausgekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Da war es ohne Stimme, jetzt ist es mit Stimme. Und dann legen wir mal los. Wir haben hier verschiedene Infoansichten. Texte, Informationen über Industries. Die könnt ihr durchlesen, wenn ihr das wollt. Ich überfliege das jetzt ein bisschen mal, weil es ein bisschen viel Text ist. Das wusste ich noch nicht, dass da Bauern wirklich rumlaufen. Okay, los geht's. Wir haben ein neues Szenario. Nein, wir haben fünf neue Karten. Das ist einmal Baumgarten, grüne Gipfel, Marmorschlucht, Perlenbucht und Zwillingsfjorde. Ich nehme mal zum Anfang Zwillingsfjorde, da zeige ich euch dann die neuen Dinge. Und am Ende zeige ich die anderen Karten noch. Wenn es im Hintergrund laut werden sollte, ist mein PS4. Es ist sehr heiß hier. So, das sieht schon mal sehr interessant aus. Okay, wir haben hier ein Fluss, der darunter führt, hier einen Brunnen, eine Zugverbindung, dort das Meer. Und mehrere Möglichkeiten, Autobahn anzuschließen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann legen wir los. Zum einen haben wir neue Kleinindustriestraße, Einbahnstraßen, Industriestraße, mittlere Industriestraße. Auf diesen Straßen dürfen nur Industriefahrzeuge drauf fahren und halt Bus und dies. Halt insgesamt Dienstleistungsfahrzeuge. Normale Autos dürfen darauf, glaube ich, nicht fahren. So genau weiß ich das gerade auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Die Mautstellen habe ich schon gezeigt. Hier ist nichts, da auch nicht. Ja. Wir haben neue Flughäfen. Zum einen Frachtflughafen. Muss ich das Gelände hier ein bisschen anpassen? So sieht das gute Ding aus.
Hier liefern LKW die Fracht an und wird mit extra Frachtflugzeugen weggeflogen. Hier setzt sich dann danach auch noch so Szenen dran, wo man die Flugzeuge sieht in der Stadt. Dann haben wir noch einen zweiten Flughafen, Frachtflughafen Knoten. Dafür muss ich auf der anderen Seite jetzt auch noch die Erde anpassen. Einen Moment. Geht ja ganz fix. So. Dann haben wir dieses Teil hier. Das ist nicht nur Flughafen, sondern auch Bahnhof, Frachtbahnhof. Hier können Züge ihre Fracht abliefern und die kann man auch von außen dann sehen, wie die reinfahren und durchfahren. Von beiden Seiten. Einen Moment, ich mache noch weitere Straße hier lang. Dann als nächstes haben wir Postautos. Einmal eine kleine Poststelle. Von wo kleine Transporter fahren und dann die Leute beliefern mit Post. Und eine Sortieranlage. Da kommen LKWs an und fahren wieder weg von außerhalb der Karte. Ja, hier haben wir nichts. Einzigartige Gebäude. Muss ich gerade noch mal kurz gucken. Haben wir hier vom Perth Frontal East DLC, welches kostenlos ist und mit Industries jetzt dazugekommen ist, drei neue Gebäude. Zum einen haben wir ein Panda-Schutzzentrum. Na, hier ist alles uneben. Also ein Panda-Schutzzentrum. Mit einem Panda am Eingang. Dann haben wir noch ein Tempelkomplex. Und den orientalischen Perlenturm. Wo ich jetzt mal einen Platz suchen muss. Hier kann man den hinbauen. Ist ein dickes und hohes Teil.
Weiter kann man daran, an den Dingen jetzt nicht viel machen. Dann gehen wir weiter. Monumente haben wir keine neuen. Wir haben aber neue Zäune. Einmal für Forstwirtschaft. Bauernhofzaun. Erzindustriezaun. Also das ist hier dann Forst oder so. Und Ölindustriezaun. Und jetzt kommen wir zum Hauptpunkt des Industries DLC, welche ich jetzt hier auch noch irgendwie hin platzieren muss. Ich mach mal kurz den Regen aus. Dynamisch Wetter, so. Super. Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt. Nämlich wie bei Parklife kann man ein eigenes Industrieviertel planen, aufbauen hier. Halt hinzufügen, wieder wegmachen und auswählen. Da haben wir einmal bei Forst verschiedene Dinge. Wie ein Hauptgebäude, Arbeiterunterkünfte, Instandhaltungsgebäude. Ich platziere jetzt einfach alles, ohne das vorzulesen. Das sind einige Dinge. Die ich hier nicht alle hinplatzieren kann, weil es hier so uneben ist. Und ein Zaun. Dies hier sind die forstwirtschaftlichen Industriegebäude, die man nun bauen kann. Dann haben wir hier Agrar. Natürlich muss man wie bei Parklife für jedes Gebiet ein neues Gebiet erstellen.
Was für dicke Teile. Und ein Zaun. Dies sind die Gebäude der Agrarindustrie. Es sind auch einige Stück. Sehr schön. Dann geht's weiter. Mit Erz. Und einen tollen Schaufelradlager. Ah, Küste benötigt. Hab das gerade irgendwie gar nicht verstanden. Was ist denn das? Aha. Wo ist das? Wo ist das? Tiefseeabbau. Ah, da. Aha. Okay. Cool. Sehr cool. Das ist überhaupt nicht übertrieben mit den Gebäuden. Und Zaun. Dies sind die Gebäude der Erzindustrie. Dann mache ich das nächste Bild hier. Muss ich nur ein bisschen anpassen. So sieht das als Brücke aus. Ich guck mal kurz hier was. Interessant, okay. Das nächste Gebiet ist Öl.
Was war es jetzt? Das hier. Bilbo-Insel. Ich glaube, das Video dauert etwas länger. Und Zaun. Dies sind die Gebäude der Ölindustrie. Und dann noch zwei Gebiete. Was ist das? Lagerhäuser. Okay, das hier sind Lagerhäuser, große Lagerhäuser. Und das letzte, einzigartige Fabriken. Da haben wir einmal eine Möbelfabrik. Eine Bäckerei. Industriestahlfabrik. Eine Tupperwarenfabrik. Spielzeugfabrik. Eine Druckerei. Eine Limonadenfabrik. Elektrogeräte. Kleidungsfabrik. Warum ist das alles so lang? Ich weiß nicht, wo ich das hinsetzen soll. Erdölraffinerie. Okay, ich muss noch eine Straße machen. Eine Papierfabrik. Eine Autofabrik wird ja immer größer. Lebensmittelfabrik. Sneakerfabrik. Modulhausfabrik.
Und ein Schiffswerk. Alter Schwede. Also hier ist das Schiffswerk. Und das hier. Was für Gebäude? So hier. Nee, das war ein Lagerhaus. Das hier. Großes Werk. Okay, das waren die Gebäude. Ich bin jetzt ein bisschen fertig. Dann hat jedes Industriegebiet, davon habe ich auch überhaupt noch keine Ahnung. Dazu kann ich euch leider nichts sagen. Auf jeden Fall kann man die gesamte Produktion und so weiter selbst verfolgen und organisieren. Ja, hat man verschiedene Info, Produktion. Wie bei Parklife, den Parks, gibt es verschiedene Stufen mit Arbeitern und Rohstoffen. Und die Industriegebiete haben auch eigene Richtlinien. Da ist zum einen verbesserte Logistik, verbesserte Sicherheit und erweiterte Automatisierung. Dann haben wir neue Chirper-Köpfe. Das ist einmal hier so ein Minen-Chirper. Arbeiter. Irgend Penner? Keine Ahnung. Oh, nee. Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Holzarbeiter, nicht Penner. Und der letzte ist ja mit dem Update dazu gekommen. Haben wir auch Richtlinien allgemein? Mal schauen. Ja. Kostenloses WLAN und automatisches Sortieren. Arbeitergewerkschaft und automatische Maut. Obwohl mit der, die Maut, glaube ich, ist mit einem Update dazu. Ich weiß gerade nicht. Auch bei Geld wurde das neue Werkzeugtool da hinzugefügt. Auch hier. Und auch die Postautos. Und hier unten gibt es auch eine neue Sache. Ah, da wird genauer gezeigt, wie viel Geld wir mit den einzelnen Sachen verdienen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist überall. Das ist sehr geil. Praktisch. Infoansichten. Haben wir auch zwei neue. Einmal Industriegebiete.
Industriegebiet Übersicht. Okay. Und Post. Sieht man jetzt natürlich kaum. Ja. Haben wir neue Leute? Oder neue Autos? Nein. Ich glaube, das war's. Endlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und füge vielleicht noch Szenen von dem Flughafen und von den Postautos hinzu. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Eine Sache noch. Das Synthetic Down Radio. Und ciao, bis dann.